Betrachten Sie mich jetzt? Elfriede Jelinek. Elfriede Jelinek. Kennen Sie diese Frau, dass die den Nobelpreis gewonnen hat? Was halten Sie von mir? Sie ist eine, die Österreich beschimpft. Mit unendlich viel Wut und Hass. Was ist das für eine Teufelin, die sowas schreibt? Ich werde mir jetzt überlegen müssen, wie ich die größte Effektivität erzielen kann, und zwar die größte Effektivität im politischen Sinn. Ich habe mich im Grunde in die Sprache gerettet, weil das überhaupt die einzige Kunstform war, die meine Mutter nicht gefördert hat. Je stärker das System dich einengt und auf dir drauf sitzt, umso stärker ist auch die Explosion. Ich glaube, dass sie nur deshalb berühmt geworden ist, weil sie gegen Österreich gewettert hat. In ihren Werken sind die Österreicher zumeist sexgeil, mordlüstern und antisemitisch. Das ist eine schöne Landschaft. Hier haben alle etwas erreicht, die fleißig waren. Ich zeige ja meine Figur nicht als Handelnde, sondern als ausgelieferte Zombies, die so handeln, wie sie handeln müssen. Ich sehe es als meine Aufgabe, diese Alltagsdinge, auch die Politik, auf ein literarisches Podest zu stellen, dass man sie sieht. Wenn Literatur eine Kraft ist, die auf nichts Rücksicht nimmt. Schmeißen Sie mich weg oder behalten Sie mich ein wenig, kriechen Sie rein, kommen Sie wieder raus oder bleiben Sie drin.